Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands 2. Da springt auch schon der kleine Roboter irgendwo aus dem Boden raus. Ja, herzlich willkommen, meine Freunde. Für die Leute, die mich kennen und Kisho kennen, es tut mir leid, viele haben ja erhofft, ein Together zu starten. Ich habe auch alles dran gesetzt, das zu machen, aber es konnte nichts mehr dagegen getan werden. Kisho die nächsten zwei Wochen nicht da und deshalb fällt für ihn Borderlands 2 leider flach. Hier sieht man schon einen kleinen Ausblick. Ich habe leider damals den ersten Teil gar nicht gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Deshalb starten wir jetzt komplett voll durch mit dem zweiten Teil. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, wenn ihr was wollt, schreibt es in die Kommentare und wir legen jetzt einfach mal los. So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack.
psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr wärt die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Ja, und so sind wir schon in der Klassenauswahl. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt die Klassen so alle so ein bisschen gesehen. Hier der Kommando oder der Action ist so ein kleiner Support. Der Zero ist schon eine Assassine. Die Maya ist so eine Art Support-Heilung, sowas in die Richtung. Und der Salvador ist, ja, halt der Kerl fürs Grobe. Sieht man auch schon ein bisschen so mit dem Bart und so. Und ich würde sagen, ich nehme den Salvatore, weil wir ja alleine sind und wir müssen ordentlich auf die Kacke hauen. Und deshalb ist wohl der Salvador wohl am besten dazu geeignet. Mal schauen, was kann ich halt als Kopf machen. Salvador, Gehet, Kahlschlag. Nee, ich nehme mal den Standard. So, Klamotten können wir auch noch auswählen. Ist jetzt die Frage, ob wir da dann im Nachhinein das auch noch hier ändern können. So, ich habe den Blues. Alles klar. Eigentlich bleibt es immer relativ gleich. Es ändert sich nur immer die Haarfarbe oder so. Ah, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hätte mir gedacht, ich nehme Roter Zwerg. Oder, ja, Roter Zwerg. Alles klar. So, ja, habe ich schon. Dankeschön. Ich erkläre dir bald alles, aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst und ich bin hier, um dir zu helfen. Na, Hallöchen. Hier entlang, Handlanger! Handlanger? Hallo? Du bist mein Handlanger, du bist ein Roboter, was denkst du überhaupt? Aber, wir gehen mal ein bisschen zurück, nicht, dass er gleich hier weiter labert und weiter rumspringt und so. Halt die Fresse, mal ganz kurz geklappt habe. Ich muss mal sagen, ich finde es ziemlich geil. Also ihr seht es leider nicht, aber ich habe eine Logitech G19, sprich so eine Tastatur mit einem Display. Und was ich jetzt ziemlich geil finde, ich habe so automatisch so ein Bild von Borderlands bekommen. Da ist der Claptrap drauf, der tanzt so ein bisschen. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen oder ich wüsste nicht wie. Da steht noch drin Level 1, dann 0 von 358. Das ist wohl ja die EP-Anzeige. Und dann habe ich noch, ja, wie viel Geld ich habe. Okay, derzeit 0 Dollar und dann ist da nochmal irgendwie so ein Zeichen, was ich jetzt nicht so weiß. Eigentlich ziemlich geil gemacht. Ich bin an diesem Ort. Ja, und ich bin genau bei dir. Ja, ich wollte nur den Leuten so ein paar Informationen geben. Claptrap. Ich finde, der Zwerg kann richtig hoch springen, ey. So, bekomme ich auch eine Waffe gleich? Yay! Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Ja, genau. Alles klar. Das war ja sehr überzeugend. Deshalb gehen wir sofort Handsome Jack killen. Und öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullymongs in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Hey, nochmal einer. Cool, gleich zwei Claptraps.
Also hier sind ja voll viele. Ich habe gedacht, der ist so cool und einzigartig, aber hier sind ja Zehntausende, auch in Blau und Gelb und Grün. Du hast ein Deck Claptrap's Place. Tut mir leid, wie es hier aussieht. Jack lehnt alles, was er killt, hier ab. Banditen, Kammerjäger, Claptrap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymob namens Knuckle-Dragger hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben, für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Bist du dir sicher? Claptrap! So viel zum Thema sicher. So, Zielwegpunkt. Ja, ja, ja. Alles klar, du Idiot! Ach so, er hat ja gar kein Auge. So, die Knarre im Schrank. Einmal E drücken. So, lalala. Belohnung annehmen. Alles klar, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung so ein bisschen. Besorge dir eine Waffe. Du hast dich soeben 1,5 Meter bewegt und einen Schrank geöffnet. Wow, Respekt, Bro! Später, wenn du mit einer blitzspeienden Waffe Monster von der Größe eines Wolkenkratzers tötest, wirst du auf diesen Moment zurückblicken und milde lächeln. Ja, du mich auch. So, Mission erfüllt. Meine erste Knarre. Belohnung, Erfahrung 71. Hohoho, und $10. Und sogar eine Basic Repeater, der so ein bisschen Schaden macht. Vor langer Zeit veränderten 4 Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, der mir hilft, nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein weiser Anführer sein und du mein furchtloser Untertan und Handlanger. Seit wann haben Roboter Schmerzen? So, hole Claptrap's Auge zurück. Zurück? Ach so, ich habe gedacht, der holt jetzt ein neues. Na toll. Der fährt auch gegen alles. Hat der nicht irgendwelche Sensoren oder so? Ja, vor allem du ohne Auge gehst auf die Jagd. Sehr schlau. Deshalb darf ich wohl alles alleine machen. Stopp! Du, ja, ich hab's nicht gesehen, weil ich Augen hab. Obwohl Knuckle Dragger mich geblendet hat, kenne ich mich auf diesem Glitcher aus. Jede Wette, wir finden ein Auge in Frostbite Provence. Stopp! Okay, der ist nur durchgegangen. Oh, gibt es Money? Was war das gerade? Bei dem Roboter. Er hilft dir, von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Ja, okay. Kann man Munition und so nehmen. Packen wir mal alles an. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Gewichtsbegrenzung gibt. Muss ich mal schauen. Ich nehme einfach mal ein paar Munition mit. Kann ja nie schaden. Oh. Okay, diese Mission hat einen Umgebungswegpunkt. Umgebungspunkte geben dir grob die Umgebung deines Ziels an. Oh, ab. Du musst dort selbst suchen, um es zu finden. Alles klar. Ich habe gedacht, wir kämpfen nur gegen einen Bullmog. Warum jetzt gegen mehrere? So, kritisch. Alles klar. Ich denke mal, Headshots sind kritisch. So, einmal schön gezielt. Oh. Ach so, der ist schon umgeflogen. Ich hab schon gedacht, der wurde angegriffen. So, was haben wir hier? Ein bisschen Money, Money. So, wenn wir zielen, haben wir so einen Dreifachschuss. So, oh, was haben wir hier? Schönes. Sieht ja auch sehr nice aus. Ja, du Idiot. Hab ich irgendwas gesagt von weitergehen? Du kannst doch nichts sehen. Ja, ich geb dir gleich. Untertan, du Idiot. Schon wieder? Jack krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Bohrungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das oder seine Mom ist gerade aus dem Bett gestiegen. Zing! Zing! Du bist schon wieder gegengeschossen. Die kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary.
Na, wir sind jetzt in Frostbite Crevasse, okay, und wie sollen wir irgendwie nach Sanctuary kommen, wenn der nicht mal was sieht? Ach, come on. Oh, ich wollte sagen, ich gehe jetzt runter, aber der kommt ja hoch. So. Okay, die ersten Gegner sind noch sehr easy. Aber ich denke mal, da wird noch sehr viel Großes auf uns zukommen. Aber ich würde mal sagen... Ah ja, wie viel kommen denn da? Ja, ist gut. Hallo? Und da unendliche Wellen? Naja, so können wir ein bisschen EP zumindest mal farmen. So, zack. Na, du Idiot. Ich würde sagen... Schönes Blut. Ja, ich lasse mir Zeit, weil wir sehen uns im nächsten Part. Ich danke euch fürs Einschalten, Wiederschauen und reingehauen.